Weil wir jetzt überprüfen, ob Sie rechtmäßig so unterwegs sind oder nicht. Natürlich bin ich rechtmäßig unterwegs. Dann schauen wir jetzt da hinein. Sie haben gesagt, ich sage da letztes Mal, warum? Ja, weil wir Sie sonst mit Zwang mitnehmen werden. Ah, okay. Dann komme ich natürlich mit. Ja. Sonst bin ich schuld. Ja? Hast du Probleme gerade mit der Polizei? Nein, mit der Polizei habe ich keine Probleme. Im Moment warten wir mal, was die Herrschaften genau wollen. Aber es geht darum, dass ich unter freiem Himmel ohne Maske unterwegs bin. Ich habe dem freundlichen Herrn von der Exekutive schon erklärt, ob er meine Bescheinigung sehen will. Er hat gesagt, ich will mir der Kollege da vorne zeigen. Nur die scheint noch ein bisschen zu dauern. Also ich vermute mal, wenn der Spaziergang dann offiziell beendet ist, bin ich wieder noch in der Schlange. Ah, okay. Die Amtszeit haben wir mitgekriegt. Sehr gut. Die Amtszeit haben wir jetzt von mir mitgekriegt. Das ist sehr gut, weil das mehrere sehr gut ist. Aha. Da spitzt es vorhin auch wieder ab, ha? Ja. Probleme, Steve? Wie? Hast du Probleme? Nein, ich habe keine Probleme, wie sonst. Begleitschutz? Kooperativ mit der Polizei. Alles gut. Sind alles Menschen und die müssen einen Befehl ausüben. Ja. Von einem Herrn Nehammer, der unter Auftrag der Mafia agiert, die international funktioniert. Das sind die Gates-Agenten und alle. Und ja. Ja, bitte. Wir machen das mit der Polizei gemeint. Heute haben wir wieder ein Großaufgebot. Entschuldigung, mir ist ein Virus in den Hals gesteckt. Heute haben wir wieder ein sehr großes Aufgebot der Polizisten hinter mir. Heute haben wir ja auch den 24.01.2021, befinden uns in Salzburg am Residenzplatz. Und es ist wieder ein kleiner oder großer Spaziergang angesagt. Schauen wir mal, ob er klein oder groß wird. Es geht mir jetzt aber um das. Ich habe gerade mit der Pressestelle der Polizei telefoniert, weil hier keiner anfindig war. Habe nachgefragt, ich habe jedenfalls nachgefragt, wie das ist jetzt, weil ja laut Versammlungsschutzgesetz noch immer das Vermummungsverbot gilt und weil der Verfassungsgerichtshof schon zum dritten Mal geurteilt hatte, dass sämtliche Covid-Maßnahmen als verfassungs- und gesetzeswidrig erachtet wurde, da keine empirischen Daten zur Gefährlichkeit vorgelegt wurden. Und somit werden trotzdem noch immer Abstands-Nichteinhaltungen und Zuwiderhandlungen von Nichttragens der Masken strafrechtlich geahndet. Das haben wir gestern in Bischofshofen auch miterlebt. Video ist online. Ich würde mal so sagen, da ich jetzt nur telefoniert habe, wenn ich dann heute oder morgen wieder zu Hause bin, dann werde ich das Telefonat aufzeichnen von der Pressestelle, mit denen ich gerade telefoniert habe, weil ich will jetzt nicht einfach was aus dem Gedächtnisprotokoll erzählen, weil dann kann man mir sagen, dass ich fürzählen kann. Und somit erstes Mal hallo, grüß euch, freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei CryptoTV. Schauen wir uns heute den schönen Spaziergang einmal an. Ob er schön bleibt oder was halt draus wird. Und somit bis zum nächsten Akt schalte ich mich wieder ein. Bis gleich. Hallo.
Möglichkeiten. Aber Sie haben keinen Ausweis mit den Kollegen von Hormann. Hätte ich auch. Hätten Sie nicht, würde ich mir das zeigen. Ja, würde ich machen. Dann ist das erledigt. Okay. Ich mich wegwürfen. Ja. Ich hätte einsprochen, aber ja, ich habe Polizei gesetzt. Ja. Ist das korrekt, dass von einem Kassensahn Veranstalter? Nein. Nein, das ist da nicht. Wo keine Veranstaltung ist, kann auch kein Veranstalter sein. Hier wird nichts angemeldet. Nein. Nach Polizeigesetz oder nicht, das ist gute Dinge. Das heißt, wenn ich mir jetzt nämlich zu dir hinstelle, dann darf ich mir normal nicht filmen, oder? Nein. Ja. Sie dürfen mal das meiner Meinung nach. Ich bin ein herzliches Dokument. Ich bin eine fremde Person. Ich hätte jetzt draufschauen können, was du für Probleme hast. Und das geht genau nur an Arzt, was an dich. Ja. Ich sage einmal Datenschutz. Ja. Und nach dem Ärztegesetz muss man nachlesen. Ich habe mal. Gehen wir, oder? Also Sie haben dir jetzt schon die Daten aufgeschrieben gehabt, obwohl du noch gar kein Vergehen begangen hast. Nein, sozusagen. Das ist eine reine Sicherheitsdingensmaßnahme gewesen, falls ich dann später den Abstand nicht einhalte. Aha. Also so kann man das dann auch sagen. Ja, genau. Bravo. Ich würde jetzt gerne mit spazieren gehen, deswegen tue ich mir das jetzt an, dass ich ein bisschen fest. Aber normalerweise muss ich sagen, ja. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Einen wunderschönen. Da ist das Wertebefehl. Sondern unsere Rockabilly ist aktiv. Du, Moment, du musst den Abstand halten. Grüße, Herr Polanski. Ja, es steht da nämlich ein Infozettel drauf. Du musst einen Meter Abstand halten. Also entfernen Sie sich, machen Sie eine Breitbandaufnahme. Aber wenigstens hältst du noch an das Versammlungsschutzgesetz, das Vermummungsverbot noch gilt. Ja, wenn es uns Breitband zu technischen Aufruf ist. Grüß dich, Kollege. Da haben wir wieder so einen Maskierten, der keinen Abstand hat, da haben wir es schon wieder. Ich habe mich nicht bewegt, ich sag's gleich. Ich bin unschuldig. Heute geht's wieder rund, gell? Heute wird wieder was chronistisch für die Nachwelt festgehalten. Das ist jetzt ein fesches Standbild von uns. Also es geht ja jetzt doch noch beim Mozartsteg unten weiter, da ist ja anberaumt. Grüß euch meine lieben Freunde des Spaziergangs, des gepflegten Spaziergangs. Wir wollen frei sein. Das ist ein guter Mozart. Ja, der muss weggesperrt. Also weil halt eben am Anfang des Albe am Mozartplatz stattgefunden haben, das ist der Mozartplatz, ich bin ein Journalist, der darf sogar rauchen, das geht bei den ORF wieder nicht, die armen Schweine, aber zumindest weil sie immer da angefangen haben, haben sie jetzt auch hier viele Menschen gesammelt, es geht aber jetzt eigentlich beim Mozartsteg dann wirklich los. Und da spazieren wir jetzt einmal als erstes hin, machen eine kleine Spaziergangsverschnaufpause. Und nach der Verschnaufpause geht es dann wieder frisch gestärkt weiter an der guten frischen Luft. Und heute haben wir wieder ganz coole neue. Du hast da jedes Mal komplett neues Statement. Wenn der Nähe haben wir bestimmt, wer krank ist. Die sind ja praktisch Kurpusher. Das sind ja Kurpusche, ne? Die sagen. Bitte? Achso, da schaut, das sind die neuen Vorbilder. Da. Steht da.
Das war früher da beim Hitler und so schaut es jetzt aus. Cool, gell? Ja. Spiegel, aber original. Original Spiegel. Jetzt, jetzt, in Ordnung. Ja, ich glaube, ja. Das sind die lebendigen Litwa-Säulen. Ja. Jetzt muss ich da runterkommen, da geht der Wind so stark. Ja, voll. Freedom! Der Kameramann hier in Schwarz. Der ist von Mundus TV, ein sehr fähiger Journalist, der objektiv zu berichten weiß. Also nicht zu verwechseln, das ist kein Antifant, nur ein Schwarz. Das ist ein sehr investigativer Journalist. Okay. Ja, ein paar haben schon gemeint, du bist von der Antifa, weil du immer so schwarz bist. Ich liebe Schwarz. Ja, ist unauffällig und doch auffällig, wie man es halt braucht. Ja. Naja, schauen wir mal. Ich habe heute schon mit der Pressestelle telefoniert. Mhm. Habe mal gefragt, wie das ist, weil laut Versammlungsschutzgesetz gilt noch immer das Vermummungsverbot. Mhm. Wurde ja noch nicht gekippt in den Schrieb, paragrafenmäßig. Mhm. Verfassungsgerichtshof, alles gekippt worden, gesetzeswidrig. Gestern Bischofshofen habe ich mit der Polizei der FIA unterhalten. Mhm. Die sind selbst planlos, die Polizisten. Mhm. Schauen wir mal, was daraus wird. Und jetzt hinken wir doch mal. Bitte einen Meter Abstand. Einen Meter Abstand, gell? Einen Meter Abstand. Du musst ein bisschen länger machen laut neuen gesetzeswidrigen Verordnungen. Das wird erst auf morgen, gell? Okay. Ja, ja. Weil die, einen Elefant kennen wir da nicht. Drum haben wir jetzt der ist ja jetzt erwachsen worden, der Elefant. Nein. Der ist ja größer geworden. Wir haben jetzt eine Kuh, weil in Österreich ist jetzt die Kuh. Und der Elefant ist ja nicht in unserem Land. Dann schauen wir, dass wir ihn jeden Tag waschen. Auch. Also bitte, ja, selbst natürlich. Das ist ganz ein gefährliches. Ja, ich ist schon immer ich überall. Ich habe immer schon. Das ist ein Wahnsinn. Also ganz ein. Weiß ich nicht, wie man sagt. Die Abstandsbeamtin. Die Abstandsbeamtin. Okay, wie ich sehe, es wurde die Route so wie gewöhnlich geändert. Das steht wohl jetzt wirklich fest. So haben wir mal wieder neue Eindrücke, nicht immer dieselben Location-Bilder. Ist auch mal was Fesches.
Also ich muss euch sagen, Respekt an jeden, der sich heute raustraut. Es ist ein eisiger Wind. Ich würde mir gerne Handschuhe anziehen, aber dann kann ich keine Kamera bedienen. Heute geht's zu. Ich sage Ihnen das jetzt noch einmal, gehen ja. Sie jetzt mit mir mit. Weil? Weil wir jetzt überprüfen, ob Sie rechtmäßig so unterwegs sind oder nicht. Ja, ich bin rechtmäßig unterwegs. Ja, dann schauen wir jetzt da hinein. Sie haben gesagt, ich sage da letztes Mal, warum? Ja, weil wir Sie sonst mit Zwang mitnehmen werden. Ah, okay. Dann komme ich natürlich mit. Ja. Da. Genau. Was hätten Sie jetzt? Also ein Meter bitte ab. Ja. Dann möchte ich mir das Attest sehen und Ihren Ausweis. Ausweis habe ich keinen, brauche ich ja nicht mehr. Damit ist das Attest hinfällig, weil ich kann nicht sehen, ob Sie das sind oder nicht. Genau. Ich kann Ihnen aber meinen Führerschein geben. Können Sie das? Dann haben Sie ja so einen Ausweis. Ja, aber nichts Besonderes. Ja. Ich bräuchte bitte Ihre Dienstnummer, Ihren Namen. Warum du musst mich wieder nicht meinen Namen sagen, wenn ich nicht weiß, mit wem das ist? Weil das so ist, ich habe die Dienstnummer. Sie wissen schon, dass das eine Verordnung ist? Oder Sie Dienstausweis kriege ich schon. Du einen Abstand, sonst bin ich schuld. Gell? Hast du Probleme gerade mit der Polizei? Nein, mit der Polizei habe ich keine Probleme. Im Moment warten wir mal, was die Herrschaften genau wollen. Aber es geht darum, dass ich unter freiem Himmel ohne Maske unterwegs bin. Ich habe dem freundlichen Herrn von der Exekutive schon erklärt, ob er meine Bescheinigung sehen will. Er hat gesagt, ich will der Kollege da vorne sein. Nur die scheint noch ein bisschen zu dauern. Also ich vermute mal, wenn der Spaziergang dann offiziell beendet ist, bin ich wieder nach der Schlange. Ah, okay. Ich kenne den pauschalen Ausdruck. Mit der Nicht-Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen. Das Attest werden wir überprüfen. Und Nicht-Einhaltung des Mindestabstands zu den anderen Personen. Ich möchte bitte zu Protokoll geben, dass das nicht böse ist. Ich möchte das aber jetzt gleich nehmen. Ja. Wurde dein Dienstausweis ausgehändigt? Ja, genau, Dienstausweis. Wir überprüfen auch Verordnungen. Weil die Straßenverkehrsordnung
Verkehrsordnung ist auch nur eine Verordnung. Ja, aber jetzt dagegen. Nein, 4. Februar. 4.2.1980. Genau, schon der geht schon. Das ist ein bisschen lauter, aber ganz. Das versteht man besser als den Kollegen. Achso, Entschuldigung. Schön, bist du wieder weg. Wobei ihr für Ihren Standpunkt eigentlich nicht verantwortlich machen werden kann. So, wie kann man spazieren? Ist das Liebes in Ihrem Fahrzeug? Das war eine Anspielung auf den Liebes, den römischen Wall? Oder ist das quasi der Wortwitz zu den Limes in Corona? Nein, nein, nein. War das nämlich eigentlich ganz was Neues, ne? Schieß meine Rückschritt mit einer Pfeile mit einer Torte. Oder eine Torte mit einer Pfeile. Ah, war das heute schön, das Spazierengehen und die frische Luft so angenehm. Jetzt schaue ich heim und wie gesagt, auf dem Heimweg muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Da kann man noch hier und da über den einen oder anderen Stein stolpern, gell? Und damit ihr Bescheid wisst, wo es nicht drüber stolpern solltet, war zum Beispiel da dann. Würde Sie bitte darauf hinweisen, mit den Filmen aufzupassen, wenn Sie die Privatsphäre der Personen gefährden wird? Ja, die Personen, die gerade filmen, sind damit einverstanden. Ich glaube, das ist jetzt abgetroffen, der eine oder zwei Bodycams in der Erde und der Exekutiv immer ins Gewicht fällt und gut an. Ich hoffe halt nur, dass der Herr Nehammer in Zukunft bei der Terrorbekämpfung auch so einen Aufwand betreibt, wie in Stopp in seinem. Es wäre vielleicht auch gescheit, beim Versammlungsschutzgesetz das Vermummungsverbot einmal aufzuheben, weil irgendwie halten wir uns ja eigentlich an das Gesetz. Und ja, das Lustige ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber inzwischen ist ja halbwegs klar vollgepflastert mit Antifa-Postern, inklusive welchen, die zur Gewalt und zum Mietstreit und sonstigem aufrufen. Irgendwie sind die alle noch da, obwohl diese Tagen hängen. Da hat man wahrscheinlich, wie gesagt, ein bisschen andere Prioritäten seitens der Obrigkeit. Schau mal! Nix!
Hältst du fest, ich hab mich extra weit zugestellt. Kann nicht nur mehr aushalten. Nicht, das heißt, ich halt keinen Abstand. Ich bin für diese Aktion verantwortlich. Gibt es da jemanden als Ansprechpartner? Ja. Nein, aber es wird ja irgendjemand von Ihnen. Also ja, einen Kommandanten wird es geben. Ja, kann man da einen Namen oder eine Dienstnummer oder so haben? Der muss ja anwesend sein gerade, oder? Der muss ja gerade anwesend sein, der Kommandant. Das kann ich nicht alleinig da lassen. Ich darf es dann rausstreichen, zwecks dem Datenschutz, gell, mit der Adresse? Natürlich. Das haben wir bei der Impffreiheit, bei der Petition auch so gemacht. Haben die Herrschaften einen Plan, wie der Marsch heute vonstatten geht, damit ich wieder den Anschluss finden kann? Speziell gibt es ja gar keinen Marsch. Ja, ja. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwen von der Geheimpolizei drinnen, der sich da auskennt. Wenn es offiziell keinen Marsch gibt, genau. Dann gibt es auch keine offizielle Maskenpflicht. Ganz genau. Hier die meine Bestätigung auch wieder. Okay. Dankeschön. Wie geht da was? Was das? Ja, wunderbar. Danke für die Mitwirkung. Kein Thema. Guten Dienst. Danke. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. So, was so haben wir uns die Vögelchen? Chicago. Gestern, fix in der Früh, war das mit der Frau der zweite. Na, also ich warte jetzt halt einfach mal ab, was die mir dann mit der Post die nächsten Tage schicken. Weil ich habe ja noch mal ärztliche Bestätigung gesagt. Und ich warte noch mal. Ich kann es wieder immer schön, jetzt kommen wir wieder zurück. Dann tun wir den Führer ausbrechen und dann direkt nach. Okay.
Aha, da spitzt es vorhin auch wieder ab, ha? Probleme, Steve? Wie? Hast du Probleme? Nein, ich habe keine Probleme, wie sonst. Begleitschutz? Kooperativ mit der Polizei. Alles gut. Das sind alles Menschen und die müssen einen Befehl ausüben. Ja. Von dem Herrn Nehammer, der unter Auftrag der Mafia agiert, die international funktioniert. Das sind die Gates-Agenten und alle. Und ja. Ja, bitte. Wir machen das mit der Polizei gemeinsam. Alles offen. Also Information, die Amtshandlungen werden mit Video aufgezeichnet. Thank you.
Falls es dann da noch Probleme geben sollte, ja, kannst du dich bei mir gerne melden, gell? Ja, danke. Danke. Ihr seht, heute ist wieder eine große Menschenmenge anwesend, die was mit die Füße vertreten will, dass sie gesund bleiben. Nicht nur auf dieser Salzach-Uferseite, auch auf der anderen Seite gängern schon. Ja, manche verstehe, weil es wirklich durch die Situation am finanziellen Rücken steht. Ja, natürlich. Und die Taxi zum Beispiel, die haben keine Einkommen mehr, die Hoteliers natürlich sowieso auch nicht, oder die Geschäftstreibenden, die Mieter müssen zahlen, eine Verpflichtung, die sind der Verzweiflung nahe. Ja. Das muss man so sagen. Ja, und die andere Seite. Die meisten habe ich. Da genießt der Elan Brahman dann noch geile Dinge mit seinen. Okay.
Bitte gehen Sie noch nicht herum, damit die Leute normal werden. Also es gibt wirklich einige Checkpoints, was wohl errichtet worden sind, wo die Unmaskierten genötigt werden, eine Straftat zu vollführen, nämlich eine Maske zu tragen. Eine Straftat dessen, weil es der Verfassungsgerichtshof auch so sagt. Schöne neue Welt. Oh, die Feuerwehr ist auch aktiv. Da hinten steckst du es. Da kämen wir uns mit einem Starbucks-Kaffee-Bechern aus. Währenddessen unsere Traditionskaffeehäuser zugrunde gehen. Die zahlen lieber am Preis, der dreimal so viel kostet. Und wo der Nutznießer einer ist, der was keine Steuern und solche Sachen hat. Na bravo. Alles gut verlaufen? Darf ich Sie aufzeichnen? Entschuldigung? Wir haben keine Pandemie mehr. Ja, das kann ich nicht entscheiden, aber ich kann es entscheiden, weil ich kann es lesen und da kann man es auslesen, dass wir keine Pandemie mehr haben. Da muss man Mund-Nasen-Schutz machen. Wir sind aber keine Versammlung. Wir als Familie. Ist es notwendig, dass Sie gerade Kinder in dieser Situation bringen? Das Kind ist bei der Dame dabei. Ja, genau. Und es ist jetzt nachträglich, das Kind ist erst im Nachhinein gekommen. Nein, das Kind ist die ganze Zeit bei uns dabei.
Für das, dass wir über die Straßen umlaufen, können wir nicht, oder? Wenn wir durch den Stock laufen, sei es aber wieder beteiligt. Wir gehen dann eh mit besonderer Schonung, wo die beteiligt. Ja. Wir müssen nur die Daten eskalieren. Sonst haben wir wieder Geld. Wirft es mit, dann wird es nicht eskalieren. Wirft es mit, dann wird das nicht eskalieren. Wir überprüfen die gemeinsame Meldeadresse und das geht. Geben Sie Ihre Daten bekannt, dann können wir die Meldeadresse überprüfen, dann ist das auch erledigt, wenn Sie mich wissen. Heute geht's zu, ha? Gestern in Bischofshofen war. In Bischofshofen war gestern dasselbe Kass. Haben sie auch einige aufgeschrieben, als sie keine Masken getragen haben. Wisst ihr, wo der Zug weiter marschiert ist? Da, da? Keine Ahnung. Nein, Presse. Nein, da sagen wir nichts. Ja, aber die freie Presse. Nichts Offizielles, Öffentliches, nichts Privates. Ah. Sonst irgendwas? Und dann haben die einen auf einmal umgedreht, weil sie gesagt haben, da vorne steht so viel Polizei und die anderen sind weitergekommen. Das ist das ein Hochzeitplatz. Nein, einfach einmal gewinnen. Wo ist das aufgenommen? Einiges seit, ja. Bin jetzt weniger beim Umzug dabei gewesen, zeitweise. Eher mehr bei der Polizei. Das war aber gut, dass es jetzt presselt hat. Ja. Fährst du mit für den Punkt? Ja, wann leicht? Heute. Ach so. Ja. Geht sich das echt aus? Cool. 17 Uhr. Ja. Ist ja. Das jetzt? Weiß. Aber wenn eine die, die aufhält, werden die anderen nicht aufgeschrieben. Ja, ja. Und der Ohr halt. So, wir haben das vor die Kamera gehalten, gell? Bei dem Film, da, wir haben das so davor gehalten. Und das ist der, ich habe wenigstens sie gefragt, ob es filmen darf. Die anderen halten wir hin. Ja. Was glauben Sie überhaupt, der kleines Kind von zum Reano, Alter. Ja. Das nächste Mal wieder in Wien? Ja, sicher. Ich bin am Samstag dabei. Sonntag auch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich werde erst am Sonntag Zeit haben. Wahnsinn.
Haben wir einen Motorplatz aufgenommen? Bitte. Rich! Einen wunderschönen! Und? Was ist rausgekommen? Kannst du ein kleines Statement bringen? Ja, das Spazierengehen war heute sehr vom Polizeieinsatz überschattet, was uns glücklicherweise auch half, einen etwas aggressiven jungen Mann, der einen Rentner attackiert hat aus unserer Gruppe, anzuhalten und seine Daten festzunehmen. Ich fahre nicht nach Vöcklabruck gleich. Und ja, wir nähern uns jetzt wieder unserem Ausgangsort, dem schönen Mozartplatz. Der einzige Musiker, der im Moment aktiv sein darf, indem er dort rumsteht. Da werden wir jetzt wieder hingehen und dann werden wir mal schauen, wie viele Leute von der Demo der sogenannten noch über sind oder eventuell schon heimgegangen sind, um auf Fanpost zu warten. Ich werde mich jedenfalls einmal da in Bewegung setzen, um den harten übergebliebenen Kern noch aufzunehmen. Coole Sache, schön, dass du da warst. Und wir schauen jetzt weiter nach Vöcklabruck. Das Abwägen zwischen. Wenn es was helfen darf, weißt, wenn wir von Anfang an sagen, wir müssen Masken nehmen, die schützen, hat die halbe Bevölkerung nicht. Aber wenn sie uns verarschen mit solchen Stofffetzen, dass ich die tragen darf, ja, mein Leben lang, da jetzt, seit letzten Lockdown. Ja, und mir dann, es nutzt weder das eine noch das andere, was nicht mehr. Wenn Sie mal sagen, so viele Infizierte, die es nicht einmal spannend, wenn es nicht testen tut, so kurz Zeichen, das ist sehr wichtig. Jetzt bin ich wieder am Residenzplatz. Das ist halt eine recht zerrissene Partie gewesen, von Spaziergang, aber auch nicht schlecht, so zeigt man mehr Präsenz auf mehr Fläche in Salzburg. Sehr viele, viele Anzeigen hat es gegeben, wie ihr es bemerkt habt. Und jetzt schauen wir mal, wo es heute noch weitergeht. Eventuell geht es jetzt noch Vöcklabruck. Schauen wir mal. Somit haben wir dann heute noch zwei Locations zum Abfilmen. Freut mich mal, dass ihr seid in Salzburg vor den Monitoren wieder mit dabei wart. Die, was heute mit anwesend waren, wissen, von was ich heute geredet habe. Ich meine, ich habe das sehr auf Bild und Ton auch gesehen, aber wenn man das live erlebt, das hat schon mal ein anderes Kaliber. Na gut dann, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, baba.